An der polnischen Ostseeküste gibt es den kleinen Ort Drzew, polnisch Drzewo. Die erste Erwähnung der traurigen kleinen Siedlung, in deren Mitte das gewaltige Bauwerk prangt, stammt aus dem Jahr 1287. Als Fürst Boguslaw das gesamte Dorf einem Frauenkloster in Drzebiatow übergab. Hier gibt es die Ruine eines alten Herrenhauses. Das Gut war über Jahrhunderte Sitz der Familie von Kornitz. Im Jahr 1740, als der letzte Eigentümer starb, übernahm dann Familie Wettke das Anwesen. Später gekaufte es ein gewisser Kapitän von Schmeling, der es wiederum an die Witwe des Kaufmanns Becker aus Kolobrzeg weitergab. Das Schloss gehörte als nächstes der Frau des Kaufmanns Kaufmann und danach erbte es die Familie von Fleming. Ab 1828 befand sich das Gut dann in den Händen von Heinrich von Elbe, der es schließlich 1875 an Edward von Bonin verkaufte. 1890 brach hier ein Feuer aus und eine Gräfin einer spanischen Adelsfamilie starb in den Flammen. Nach dem Krieg gründete die Volksrepublik Polen hier ein Gestüt, das nach dem Fall des Sozialismus dann pleite ging. Ein polnischer Geschäftsmann pachtete das Grundstück, um einen Windpark anzulegen. Die Pläne wurden aber nie umgesetzt und das Gebäude verfällt langsam. Im Juli 2006 kaufte es Hispan Ricardo Crespo Fuster, ein spanischer Geschäftsmann, der hier ein Hotel und einen Golfplatz mit Freizeitzentrum errichten wollte. Aber auch dieser machte seine Pläne nicht wahr und das Gebäude verfällt immer weiter. Niemand hatte Glück mit dem Gut. Jeder gab es, wie es scheint, möglichst schnell weiter. Alles noch ziemlich stabil aus, ja.
Kühlschrank. Das war der Kühlschrank hier. Ja, die hat einen ganz schön großen Kühlschrank hier. Strom oder Gaszuleitung, eher Gas.